Willkommen bei AZTV. Ein verspäteter Anschlusszug und erhöhtes Verkehrsaufkommen führen wieder täglich zu Verspätungen auf den Bahngleisen. Die Uelzner Eisenbahngesellschaft Metronom informiert stündlich darüber, dass ihre Nahverkehrszüge Intercities und Intercity-Expresse überholen lassen und somit Verspätungen haben. Wer derzeit auf den Strecken unterwegs ist, kann demnach nicht mit pünktlicher Ankunft rechnen. Die Bahnhofsmission stellt fest, dass die Fahrgäste mehr Umsteigezeit einplanen müssen, insbesondere diejenigen, die Fahrräder dabei haben. Die Gudesstraße in der Uelzner Innenstadt ist seit heute für mehr als 3 Wochen für den Straßenverkehr gesperrt. Darüber hat heute kurzfristig die Stadt Uelzen auf AZ-Nachfrage informiert. Lediglich Lieferverkehr und Linienbusse dürfen den Abschnitt zwischen dem Hammersteinplatz und der Ecke Mühlen- und Mauerstraße passieren. An der Einmündung vom Kreisverkehr zur Gudesstraße wird die Fahrbahndecke saniert. Sinneswandel beim Thema A39. Laut einstimmig gefassten Beschluss des Stadtrates im Jahr 2011 will Bad Bevensen alle politischen und rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um den Bau der geplanten Autobahn 39-Trasse zu verhindern. Doch diese Position der Kurstadt will die CDU nun kippen. Per Antrag fordern die Christdemokraten, dass der Beschluss aufgehoben und durch eine moderatere Variante ersetzt wird. Die Gemeinde Bienenbüttel wird nach der Entscheidung der Politik aus der Heideregion Uelzen auszutreten zu einem weißen Fleck in der Tourismusvermarktung des Landkreises. Attraktionen wie die Adensdorfer Heide oder der Bauerngarten in Niendorf werden künftig in Broschüren und Ausflugskarten der Heideregion nicht mehr zu finden sein und die Vermieter sind auf sich allein gestellt, wenn es um das Bewerben ihrer Angebote geht. Und nun zum Wetter. Für den Sommer ist weiterhin kein Land in Sicht. Ganz im Gegenteil, es geht sogar noch kühler. Nach einem trockenen Vormittag mit etwas Sonne nahen ab Mittag erneut Schauer, die zum Abend abklingen. Morgen sind im Kreis Uelzen höchstens 16 Grad drin. In der wolkigen Nacht stehen frische 10 Grad an. Tagsüber weht ein mäßiger bis frischer, in Böen aber immer noch ruppiger Südwestwind. Auf Wiedersehen bei AZTV.